hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, recht herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Unboxings, Unpackings von Big Animal World, den Jurassic Dinosaurs. Das Ganze kommt von Toysland. Im ersten Teil haben wir schon diese vier Dinosaurier hier ausgepackt, wobei einer doppelt ist. Ja, und den finde ich nicht mal auf der Beschreibung. Ich habe also keine Ahnung. Ist ein Brontosaurus, Apatosaurus oder sonstiger Pflanzenfresser? Ich kann es euch nicht sagen. Wir haben hier einen Ankylosaurus und unten rechts einen Stegosaurus mit einer Plattenreihe auf dem Buckel. Ja, also diese Serie absolut für Nostalgiker zu empfehlen. Große Dinosaurier, ihr seht es hier rechts am Stegosaurus. Mich erinnert es immer an meine Kindheit, ja, Kirmes, wo man im Krämermarktviertel dann immer, ja, China-Dinosaurier aus Gummi finden konnte. Und da waren original genau solche Viecher mit dabei. Und das ist schon extremes Retro-Feeling. Mit diesem weit aufgerissenen Maul, riesengroße Augen. Und es sieht halt echt aus wie Dinos aus meiner Kindheit. Wie krass. Dann haben wir auch wieder so Geschichten dabei wie der Ankylosaurus, den ich wirklich sehr schön umgesetzt finde. Genauso wie dieser Pflanzenfresser hier, ne? Klaro, Hautstruktur etc. muss man ein bisschen was abziehen. Aber es sind Spielzeugfiguren, Gummitiere aus Flowpacks, aus Tüten. Richtet sich ganz klar an ein jüngeres Publikum, aber es steht außer Frage, Spaß könnt ihr damit auf jeden Fall haben. Darum bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich kann euch noch viele, viele Dinos zeigen. Das sind 4 von 12 insgesamt, die wir hier in diesem Display finden. 16 Dinosaurier gibt es insgesamt zum Sammeln. Drum, lasst uns gleich weitermachen. Ich bin extremst gespannt, was wir noch alles finden. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Da gehe ich ein bisschen näher auf diese Dinosaurier ein und ich lese euch auch diesen Text hier vor. Also, lasst uns gleich weitermachen mit der nächsten Tüte hier. Und ich darf euch sagen, fühlt sich so an, als ob da sowas drin sein könnte. Ja, ich hoffe, dass ich nicht allzu viele Doppelte ziehe. Es könnte aber auch sein, dass hier das drin ist, der Diplodocus. Schaut euch diese Pose hier an. Ne? Also in diesem Fall auf den Hinterbeinen stehend, das ist echt eine krasse Pose für diesen Dinosaurier. Die Tüten sind auch wunderbar groß. Ihr seht es an meinen Händen. Ein so ein Tütchen, nicht wirklich teuer, kostet 3,99 €. Für die Größe, für die ihr hier bei diesen Dinosauriern kriegt, kann man eigentlich nicht meckern. So, ich schneide es hier nochmal kurz am Rand auf. Also, Achtung, Achtung, Achtung. Nein, 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 er ist es schon wieder. Jetzt habe ich ihn schon dreimal diesen Pflanzenfresser, der nicht auf der Karte vermerkt ist, Mensch. Dreimal, ist ja der Knaller. Jetzt habe ich schon eine ganze Herde, ne? Mit diesen wunderbaren Kerlchen, die mir wirklich, wirklich gut gefallen. Aber ich würde euch halt auch gerne noch ein paar andere Dinos zeigen, ne? Aber so ist es halt manchmal. Bei diesen Displays, bei diesen Boxen, du weißt nie, was dich erwartet, ne? Aber cool, echt cool. Von den Farben sind die wirklich nett. Ich bin auch gespannt, ob die einen Farbwechsel haben, wenn wir das ganz zum Schluss, wenn ich alle ausgepackt habe, testen, ne? So, also komm, wir machen gleich weiter mit der nächsten Tüte. Hier ist definitiv was anderes drin. Ich glaube sogar ein ordentlicher Brocken. Das könnte ein Triceratops sein? Fragezeichen. Wir werden es gleich sehen. Und es ist... Nein, es ist nicht der normale Triceratops, sondern der Triceratops Prorsus. Ne? Keine Ahnung, ob er sich so ausspricht. Hier, das ist der, der die Farbe wechselt. Triceratops Prorsus. Im Prinzip ist es halt ein Styracosaurus, ne? Apropos, pass mal auf. Ich habe ja gerade noch das Repaint von Papo da, ne? Da stelle ich die beiden mal nebeneinander. Da seht ihr halt auch mal Welten, ne? Ja, darf man nicht vergleichen, überhaupt kein Thema. Aber ja, für mich ist es halt ein Styracosaurus. Okay, aber witzig. So, auch das ist ein ordentlicher Brocken, wieder gefüllt mit diesen Kunststoffperlen. Ja, der ist eher so in einem Gelb und dann haben sie einfach braun drüber gebrusht und die Hörner haben sie hier in so einem leicht roten Ton bemalt. Die Augen sind knallerot. Das ist das, was ich meine. Das ist Krämermarkt meiner Kindheit, ja. Die Zähne haben sie weiß bemalt, innen haben sie nichts mehr gemacht. Ja, hier kann man auch die Schuppen sehen, die hier über das Gesicht gehen.
kleine Hörnchen hier vorne, die Nasenlöcher kann man sehen, läuft auch schön spitz zu nach vorne. Hier ordentliche Vertiefungen, wo dann hier die Hörner rauskommen. Das ist doch cool, sogar die Rückseite hat hier noch Details bekommen. Dann hier über den Buckel richtig dicke, breite Schuppen, die sich hier bis zum Schwanz durchziehen und seitlich auch eher so runde, perlige Schuppenhaut, wie man hier erkennen kann. Die Muskeln ein bisschen definiert, ganz einfach gemacht. Man sieht hier unten auch die Krallen und am Bauch eher das Ganze breit gestreift. Hier hinten wurden die Kunststoffperlen eingefüllt, aber ist schon gut, stabil, macht einen guten Eindruck. Auch eine nette, dicke Gummihaut ist in Ordnung. Also zum Quetschen, zum Spielen ist das Ding optimal. Geht also garantiert nicht so schnell kaputt. Stehen kann er auch. Ja, und unser Styracosaurus, oder wie nennen sie nochmal? Triceratops prorsus, ja, hat hier eine Länge von 19 cm und eine Höhe hier von gut 8 cm. Ich stelle hier mal den Ankylosaurus daneben. Ne, da habt ihr schönen Größenvergleich, was das angeht. Ich werde sie auch zum Schluss alle nochmal drehen lassen. Könnt ihr euch dann nochmal in aller Ruhe anschauen. Also, so sieht's aus. Freue mich sehr, dass ich hier noch eine andere Figur rausgekriegt hat. Wir schauen uns gleich die nächste Tüte an. Auch hier ist ein richtiger Brocken drin. Was könnte das sein? Ist das nochmal ein Ankylosaurus? Ich spüre hier hinten so einen kleinen Böller. Ja, ich glaube, das ist nochmal der Kollege hier. Ich reiß die Tüte mal auf. Und was haben wir hier drin? Nein, nein! Hier haben wir nochmal einen anderen Ankylosaurus drin. Ja, super! Auch das ein ordentlicher Brocken, richtig schön groß. Ihr seht es an meinen Händen. Die Beinchen sind hier ein bisschen angeklebt. Einfach auseinanderziehen, dann ist es kein Problem. Okay, ne? Auch das eher so ein Retro-Viech. Muss man ganz klar sagen. Riesengroße, eher orangefarbene Augen, dunkelorange mit einer schwarzen Pupille. Das Maul geöffnet, die Zähnchen haben sie hier ganz grob mit Weiß bemalt, okay. Aber der hat echt ein paar nette Details, lauter Stacheln, die hier rausstehen. Osteoderme, dann hier auch so einen richtig schönen breiten Panzer mit so einer kleinen Beschuppung. Ja, ich hoffe, man kann es gut sehen. Das ist so ein ganz dunkles Olivgrün, ja, und der Rest ist halt gelb. Auch der wechselt die Farbe, schätzungsweise wird das Grün komplett verschwinden und da haben wir hier einen gelben Ankylosaurus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, auch hier wurden die Perlen eingefüllt. Man kann es gar nicht sehen, nur wenn ich so drücke, ne, da sieht man diese runden Böbbels. Hier ist seine Keule. Die ist kräftiger als beim anderen Exemplar. Okay, ja, stehen kann der auch. Jawohl. Und wir haben hier eine Länge von fast 21 cm, eine Höhe von gut 7 cm. Auch hier stelle ich nochmal den anderen daneben. Ja, also zwei komplett unterschiedliche Typen, aber ordentliche Brocken. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, also für 3,99 € kriegt ihr hier auf jeden Fall schöne große Figuren. Wem es gefällt, klar. Und du siehst hier halt auch ganz einfach die unterschiedlichen Stile. Also der hier hat halt eine ganz andere Handschrift als das hier. Ja, der passt zum Beispiel wunderbar zu ihm. Das ist so eine Handschrift, ein Stil. Und sowas geht dann hier dann schon wieder nochmal in eine andere Richtung, ja? Von dem hier ganz zu schweigen. Aber ja, schöner bunter Mix, das kann man anders gar nicht sagen, ne? Ich sag ja, so sahen die Dinos damals zu meiner Kindheit aus. Eigentlich noch viel, viel, viel einfacher. Auch die hatten mehr oder weniger so ein Maul, ja? Das war der Hammer, das war der Hammer, ne? Und das in dieser Serie mal wieder zu sehen, ist schon echt krass. Es gibt Sachen, die kriegst du nicht tot. Die gibt's irgendwie gefühlt ewig. Ich spreche hier von Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo du solche Sachen auf den Krämermärkten oder in Spielzeugläden gefunden hast, ne? Und selbst zur Jurassic Park-Welle damals kamen die Geschichten wieder in die Läden. Wie krass. Also, auch ein schöner Brocken, der Ankylosaurus, bin ich sehr auf den Farbwechsel gespannt, wie der hier rauskommt. Ne? Also wunderbar zum Ziehen, zum Stretchen, zum Quetschen, optimal zum Spielen und zum Begreifen. Kann ich nur immer wieder sagen. Ja, komm, wir schauen uns gleich die nächste Tüte an. Ich versuche ja immer ein bisschen zu erfühlen, was drin sein könnte, denn ich habe die Liste hier neben mir, aber boah, hier könnte ich auch beim besten Willen nicht sagen. Ja,
aber er hat wieder irgendwie zwei längere Enden. Kann mich aber auch täuschen. Pachycephalosaurus oder Dilophosaurus fühlt sich zumindest an wie der hier oder der hier, ne? Der Dilopho ist der Knaller, also wirklich. Ne? Also, ich ziehe es mal ganz vorsichtig. Was haben wir hier? Oh, okay. Also, hier haben wir schon mal eine Farbe, die ich noch nicht gezogen habe. Und wir haben hier... Ich schmeiß mich weg, Leute. Dilophosaurus. Das ist der Dilophosaurus von Big Animal World. Schaut's euch an. Wie krass ist das denn, bitteschön? Ah, großartig, großartig. Ich hab schon viel gesehen, aber das habe ich noch nicht gesehen. Das ist der Hammer. Leute, Retro pur, das ist der Knaller. Er steht, komm, wir haben hier eine Höhe, ups, kann ich wieder hinstellen, eine Höhe von knapp 13 cm und eine Länge so gemessen von 17. Wenn ich den Kopf nach vorne mache, komme ich hier ganz grob auf 23 cm. Also ihr seht, die Dinger sind echt groß. Ja, kannst du für den Preis nichts falsch machen. Aber das ist schon, wow, die Dilophosaurus, Leute. Der Star von Jurassic Park. Es ist der Hammer, der Hammer. Ja, sein Helm, selbstverständlich, ganz klar. Ja, die Augen haben sich schwarz gemacht. Die Zähne ganz grob mit Weiß umrandet. Hier ist ein kleiner Farbfleck, aber ja, komm, alles halb so wild. Und ja, er steht hier halt auf allen Vieren. Fast so Pflanzenfresserbeinchen, ne? Aber man sieht hier die Krallen. Und ja, diese Osteoderme, diese runden Teile hier. Und der Schuppenkamm hier hinten ist ja großartig. Wow, also das haut mich hier echt weg. Das ist der Knaller. Also, wenn ihr darauf steht, Freunde... Absoluter Volltreffer. Absoluter Volltreffer. Also, das Schild hier oben hat ja auch ein Muster bekommen. Man sieht die Schuppen. Dann am Hals wird sie eher faltig. Dann hier richtig schöne, dicke Schuppen auf dem Buckel. Dicke, runde Osteoderme ziehen sich runter bis zum Schwänzchen. Dann hat man hier auch noch schwarz getupftes Ganze. Hier unten wieder eher ein streifiges Muster am Bauch, über den Hals, bis zum Kinn hoch. Ja, was für ein Teil. Auch er natürlich gummimäßig unterwegs. Ja, ihr könnt ihn toll ziehen. Auch er mit den Kunststoffperlen. Übrigens gut gefüllt, das muss man sagen. Und kleines dickes Schwänzchen. Das Ding ist so der Brüller. Das ist der Hammer. Aber er steht einwandfrei. Passt auch wieder wunderbar zu diesem Ankylosaurus oder zu ihm. Das ist so gefühlt ein Stil. Ja, aber jeder eine komplett andere Hautstruktur, Beschuppung, wie auch immer. Cool. Also die Dilophosaurus in dieser Art habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das ist der Oberknaller. Wirklich. Ist grandios. So, hat übrigens auch einen Farbwechsel. Ne? Das sieht hier auf dem Bild noch schlanker aus. Ja, geschmeidiger. Also hier kommt, das hier ist einfach nur ein Bonneproppen. Ich sag ja, richtet sich eher an kleine Dino-Interessierte oder halt die hier mal wieder so ein richtig hammermäßiges Retro-Feeling haben wollen, wie ich es gerade habe. Das ist der Hammer. Komm, ich packe hier noch eine Figur aus. Großartig. Ich fühle hier wieder, ja... Vorne lang, hinten lang. Wir haben hier, Achtung, Achtung, wir haben hier, den Dimetrodon. Yay, Dimetrodon. Was ein Brocken mit seinem Segel auf dem Buckel, ganz klar. Sehr gut. Er hat einen ganz breiten Kopf im Gegensatz zu den anderen Dinos. Richtig schön breit. Kann der stehen? Ja, er steht. Er steht ein bisschen wackelig, ja, aber er kann stehen. Der Dimorphodon, 19 cm lang und hat eine Höhe von 10 cm locker. War früher immer einer meiner absoluten Lieblingsdinosaurier und das ist er eigentlich auch bis heute. Ne? Er steht zwar immer noch hinterm Allosaurus, aber das hier, Dimorphodon, fand ich schon immer großartig. So, hat auch ein riesengroßes Maul. Gelbe Augen mit einer schwarzen Pupille. Die Zähne haben sie hier wieder schwarz gemacht. Hier geht sogar echt ein bisschen rein. Der Kopf steht ein bisschen schräg, gefällt mir gut. Das Segel hier ist ganz dünn und man sieht hier auch die Unterteilung dazwischen. Sehr gut. Wir haben hier ja, ein Grasgrün, hier oben ein bisschen rot.
Und ja, nach unten wird es hier wieder gelb, das Ganze. Hier Osteoderme ohne Ende. Ja, so rund, perlig gestaltet, zieht sich bis an Schwänzchen hinten durch. Tiefe Falten, die man hier sehen kann. Ja, der Kopf hat auch nette Schuppen bekommen. Also ganz einfach gemacht. Relativ lange Beine. Hier noch eine dicke Hautfalte oder Ader und unten wird es halt eher wieder gestreift. Im Prinzip ähnlich wie die anderen, aber die Struktur hier ist doch gar nicht mal so verkehrt für diesen Kerl mit einer ordentlichen Größe. Das muss man ganz klar sagen. Ja, er steht klasse, passt wunderbar zu ihm hier dazu. Ne? Also er kriegt hier auf jeden Fall schöne bunte Dinosaurier und ich sag ja ganz zum Schluss, wer sie alle nochmal drehen lassen, das ist schon, also Leute, es ist Retro pur. Es ist Retro pur. Und es sind echt richtig, richtig, richtig große Figuren. Auch er gut gefüllt. Da kann man echt nichts sagen. Was für Dinosaurier hier. Ist der Kracher. Und ich packe jetzt nochmal eine Tüte aus. Dann haben wir noch zwei übrig. Was haben wir hier drin? Oh, das könnte wieder er sein. Oder wir haben hier vielleicht den Mamenchisaurus drin. Irgend sowas in der Art müsste hier drin sein. Okay, ich reiß die Tüte hier wieder auf. Und ja, tatsächlich. Aber es ist der Brachiosaurus. Sehr schön, sehr schön. Den haben sie ja in so blau-grau, hellgrün und dunkelgrün gemacht. Hier der typische Kopf mit dem Höcker hier oben und die Nasenlöcher. Die Augen haben sie schwarz gemacht. Hat hier eine kleine Kehlwamme und auch schön Falten, wie wir schon beim Bronto- oder Apatosaurus gesehen haben. Ne, hier, boah, hängt es richtig runter. Ja, schön, schön. Nicht ganz so groß wie die anderen. Eher ein bisschen kleiner gehalten. Kann aber auch stehen. Hat eine Höhe von, ah, sag mal ganz grob, 13 cm. Und eine Länge, so wie er jetzt hier steht, von gut 16 cm. Okay, ja, auch nett gemacht. Ebenfalls wieder gefüllt. Man sieht hier die Hautfalten, die Hautstruktur. Das ist doch auch okay. Kann man auf jeden Fall anschauen. Brachiosaurus hat hier übrigens keinen Farbwechsel, keine Spezialeffekte. Ja, Schwanz ganz dick, läuft hier ganz schmal aus und hier unten wieder so quer gestreift. Man kann hier sogar ein bisschen den Brustmuskeln erkennen. Aha, ja, der könnte tatsächlich zu ihm hier passen, von der Skulptur her. Ja, ich würde sagen, das ist die gleiche Handschrift des Künstlers. Ja, die sind auch nett. Wenn man die zusammen aufstellt, oder? Ist doch cool. Auch farblich passen die nett zueinander. Sind natürlich extrem bunt, klar. Aber ich glaube, kleine Dino-Fans haben da ihre Freude dran. Ich wäre als Kind komplett ausgeflippt und dann auch aus Gummi. Hallo? Ich hätte sie geliebt und das tue ich auch heute noch, ne? Also, ich finde es klasse. Hat halt alles seinen ganz eigenen Stil. Alles sehr retromäßig, vintage. Aber wer da seinen Spaß dran hat, kann hier mit dieser Serie überhaupt gar nichts falsch machen. So, ich habe hier noch zwei Tüten übrig. Und ich sag euch was, ich packe die jetzt noch knallhart aus. So, hier haben wir ein bisschen was Kleineres drin. Großer Kopf, langes, schmales Schwänzchen. Lasst uns reinschauen. Was haben wir hier? Wieder einen neuen. Sehr gut. Und das, Freunde, das ist der Diplodocus, der Diplodocus, so sieht er aus, kann natürlich auch stehen, auf zwei Beinen, obwohl er auf vier Beinen läuft, großartig, hat hier eine Höhe, ja, von sogar ein bisschen über 13 cm und eine Länge von 12 cm, auch der wirklich ganz einfach gemacht, schaut euch die Hautstruktur an, also das ist ganz, ganz, ganz einfach. Ja, wieder schwarze Pupille als Auge reingemacht. Die Nasenlöcher sitzen hier vorne. Hier sieht man auch ein paar Schuppen und ab dem Hals wird es hier nur noch kreuz und quer gezackt, was die Hautstruktur angeht. Auf dem Bauch läuft es hier wieder quer. Ja, schmales Schwänzchen und hat hier ein bisschen Orange über den Buckel bekommen. Ansonsten würde ich sagen, ist es eher so ja, ein ganz helles Olivgrün oder fast sogar Senffarben, ne? Ja, und gleich mal hier vorneweg, Diplodocus, okay? Auf vier Beinen gehender Pflanzenfresser und dann sieht man das hier. Ne? Also,
Okay, das nur nochmal ganz kurz vorweg. Ich dachte, okay, sie wollen hier diesen Dinosaurier vielleicht kurz aufrecht stehend zeigen. Ein Pflanzenfresser, der auf allen Vieren über unseren Planeten stapfte. Aber ja, da sind wir halt komplett raus. Ne? Der Diplodocus, Leute. Wo habt ihr schon mal so einen Diplodocus gesehen? Hä? Ja, bei Big Animal World. Das ist so krass. Auch hier wieder mit Kunststoffkügelchen gefüllt. Ich sage ja, das Gummi fühlt sich klasse an. Da kannst du echt nichts sagen. Ich muss sagen, sehr, sehr angenehm ist der Geruch. Es riecht ein bisschen nach Gummi, aber es stinkt kein bisschen. Ja, also ich kann nur für mich sprechen. Boah, hier sogar noch eine riesen Falte, die hier runter geht. Soll es eine Falte sein oder eine Ader? Gehe ich hier sogar über den Bauch drüber. Links und rechts. Wie krass. Ja, auch hier hast du das Gefühl, du hast hier wieder einen ganz anderen Stil. Ja, also wieder ganz anders als bei diesem Brachiosaurus. Das hier ist schon wieder nochmal eine Nummer einfacher gemacht. Also ich möchte nicht wissen, wie alt diese Geschichten hier teilweise sind, vom Modell her. Ja, der Diplodocus, der Knaller. Ne? Auch ihn werde ich hier noch in aller Ruhe drehen lassen. Später im nächsten Video. Und hier haben wir noch was ganz Dickes drin. Auch hier, ich fühle das Schwänzchen, aber ich kann euch nicht sagen, was drauf sitzt. Warum fühlen, wenn man reingucken können? Und wir haben hier nochmal den Dilophosaurus. Ne? Ach, großartig. So, den haben wir uns ja schon angeschaut. Seht ihr, dann ging das noch ganz schnell. Ich stelle die beiden hier mal nebeneinander, gucken beide nach oben. Ne? So sieht das Ganze aus. Herrlich, herrlich. Also tolle Gummidinosaurier, die sich definitiv an kleinere Dino-Fans richten. Oder halt, wie schon gesagt, wenn ihr Vintage, wenn ihr Retro mögt, könnt ihr hier überhaupt gar nichts falsch machen. Das ist der absolute Oberknaller. Also das habe ich so in der Art noch nie gesehen. Den Dilofo auf allen Vieren mit den Proportionen. Ja, ich habe alles gesehen. Jetzt kann ich in Rente gehen. Es ist perfekt. Perfekt, ne? So, im nächsten Teil schauen wir uns an, welche hier die Farbe wechseln, wie sie die Farbe wechseln, wie gut es geht. Geht schnell, geht's langsam. Und ich lasse dann hier nochmal alle in 360 Grad drehen oder umfallen. Wie auch immer, könnt ihr euch dann nochmal in aller Ruhe anschauen. Gut, ich bin sehr gespannt auf den Farbwechsel. Freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Danke fürs Dabeisein. Danke für euer Interesse. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay!